Blatt! Extra Blatt, extra Blatt! Tausende suchten Heilung bei Bruno Gröning. Extra Blatt, extra Blatt! Hier die aktuellen Geschehnisse! Extra Blatt, extra Blatt! Hier die aktuellen Geschehnisse um Bruno Gröning. Extrablatt, Extrablatt, der Wunderheiler Bruno Gröning. Tausende suchten Hilfe bei ihm. Sehr spannend. Extrablatt, ja, alles über Bruno Gröning. Zwar Extrablatt, Extrablatt. Ja, ja. Die Nacht der großen Heilungen. Geben Sie mir mal eine. Danke. Extrablatt, Extrablatt. Von diesem Gröning hört man ja in letzter Zeit immer häufiger. Ich wüsste doch mal zu gerne, was dran ist an diesen Wundergeschichten. Ach, was soll da schon dran sein? Ist doch alles nur Unfug. Der Gröning ist ein Scharlatan. Der nutzt doch nur die Leichtgläubigkeit der Menschen aus. Und außerdem Wunderheiler. Lass ich nicht lachen. Aber du kennst den Mann doch gar nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand außergewöhnliche Kräfte besitzt, durch die Heilung entsteht. Jetzt hör doch auf. Du glaubst doch nicht im Ernst an diesen Unsinn. Ich finde, sie hat recht. Solange man die Sache nicht kennt, sollte man sich kein Urteil erlauben. Außerdem sieht er doch ganz nett aus. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist es Zeit, dass einmal Licht in die Sache hineinkommt. Es müsste sich jemand mal die Arbeit machen, diesem Gröning und seinen angeblichen Heilungen auf den Grund zu gehen. Wer weiß, was dabei alles herauskäme. März 1949. Die Zeitungsmeldungen überschlagen sich. Eine kleine Stadt in Westfalen rückt plötzlich in den Mittelpunkt öffentlichen Interesses. Ein angeblicher Wunderheiler macht hier von sich reden. Immer mehr Menschen versammeln sich vor dem Haus der Familie Hülsmann am Wilhelmsplatz in Herford. Sie wollen einen gewissen Gröning sehen, der dort einen schwerkranken Jungen geheilt haben soll. Manche kommen aus Neugier, die meisten aber erhoffen sich Hilfe und Heilung durch einen Mann, der bis dahin völlig unbekannt war. Alle werden von diesem Phänomen überrascht. Nur er selbst scheint dies bereits Jahre zuvor vorhergesehen zu haben.
Dann erzählt er mir in einer Nacht plötzlich, was er mal alles tun würde, dass tausende Leute zu ihm kämen, dass er heilen würde, dass Wissenschaftler kämen. Und dann habe ich so langsam meine Bedenken gekriegt. Ich habe gesagt, na, also jetzt reicht's eigentlich. Also alles, was recht ist. Naja, und dann hat er gesagt, jo, ich würde dann bei ihm sein. Er bräuchte mich. Das wäre noch schöner. Und eines Tages war er verschwunden. Er war weg. Und seine Frau war natürlich völlig ratlos. Nichts, er war nicht mehr da. Und ich komme in dieses Flüchtlingsbüro, in diesen Zigarettenladen, und da sagt der Händler, haben Sie schon die Illustrierte gesehen, die neue, ich weiß nicht, ob es Quick oder Revue war, die ist damals, ich weiß es nicht mehr. Sagt er, hier, schauen Sie mal. Titelseite, Wunder Dr. von Herford. Das war die erste Reportage über die Hülsmann-Sache in Herford. Und ich komme nach Hause und es liegt ein Brief da, dass er mich braucht. Ich soll kommen. Und ich fuhr nach Herford und da war schon sozusagen Hofbetrieb. Es standen schon hunderte Menschen vorm Haus und ich klingelte dann. Und das war ja alles sehr hermetisch abgeschlossen, man ließ ja niemand rein. Und dann kam ein Mitarbeiter, Egon Arthur Schmidt, und ließ mich rein und sagte, ja, also Herr Gröning wartet schon auf Sie. Und ich kam dort rein, aber er war nicht da, er war irgendwo im Rheinland, ich glaube in Viersen oder wo, wenn ich mich entsinne. Und im Hof hinten waren aber Kranke und plötzlich fingen dort die Heilungen an, in dem Hof. Weil er gar nicht da war, und wir haben später rekonstruiert, dass es zur selben Zeit war, wie in Viersen er geheilt hat, passierten dort in Herford auch die Heilungen. Und ich war sehr beeindruckt, eigentlich so beeindruckt, dass mir die Tränen gelaufen sind, also weil das so beeindruckend für mich war. Und kurz darauf kommt er rein und sagt, na, was habe ich gesagt? Es begann alles damit, dass Bruno Gröning sich des schwerkranken Sohns des Ehepaares Hülsmann annahm. Sie luden ihn zu sich ein, nachdem sie durch eine Bekannte von den sonderbaren Kräften Grönings erfahren hatten. Er litt an progressiver Muskeldystrophie, lag im Bett und war nicht mehr in der Lage aufzustehen. Also so habe ich das von den Eltern erfahren und so hieß es auch allgemein. Und laut Bericht war es so, Bruno kam und sagte, steh auf. Und das Kind stieg auf und später ist rumgelaufen. Zwar behindert rumgelaufen, aber er ist rumgelaufen. Das war eine Tatsache, die war nicht wegzuleugnen. Nicht? Also, das war ja eigentlich der Auftakt der ganzen Geschichte. Damit fing es an. Nicht? Das, also soweit, ich war ja zu dem Zeitpunkt nicht bei ihm, wie die Heilung war. Aber ich bin dann im Hause Hülsmann, habe ich auch gewohnt dann im Haus. Und wir haben dann also, soweit eine Organisation also überhaupt machbar war, haben wir das versucht durchzuführen. Das meiste bestand darin, die Leute aus dem Haus fernzuhalten, die natürlich alle reindrängten zu ihm persönlich. Und das ging da eigentlich schon kaum noch, ganz wenig. Ne? Einer der Heilungssuchenden war Georg Nowak. Er litt seit 4 Jahren unter ständigen Kopfschmerzen. Weder die Behandlung durch einen Neurologen noch ein monatelanger Krankenhausaufenthalt brachten ihm dauerhaft Linderung. Er galt als unheilbar. Wahnsinnige Kopfschmerzen, Tag und Nacht. Die hörten überhaupt nicht auf. Daher konnte ich auch nicht mal richtig gehen. Und dann sagten meine Kollegen nachher, hol mir der Gröning ist da, das ist so ein Wunderheiler, da geh doch mal hin. Und da sag ich, ach, sag ich, Mensch, wenn ein Arzt nicht helfen kann in dieses große Krankenhaus und in Hannover und dann jetzt zum Gröning gehen, das ist doch einfach lächerlich, sagt er, da mache ich gar nicht hingehen. Und sagt er, aber da sind Tausende von Menschen auf, das ist schwarz von Menschen auf, die ganzen Plätze, alles ist voll. Geh doch mal hin, du brauchst dich doch nicht genieren, geh doch mal hin. Keiner sprach mit den anderen, alles war stumm und still, keiner sagte was. Und wir warteten nun, dass Herr Gröning auf dem Balkon erscheint. Zwischendurch war immer die Kirchenuhr, die Kirche, die in der Nähe war, die Glocken läuteten. Und wir wussten dann immer, wie spät wir hatten. Und am Abend erschien ein Mann auf dem Balkon, aber es war nicht Herr Gröning, es war ein anderer. Und erklärte uns, dass wir noch Geduld haben müssten und wir müssten warten auf den Bruno Gröning. Er ist nicht da, er ist bei ganz schwer Kranken. Habt Geduld, aber er kommt ganz bestimmt.
Und keiner sagte wieder was. Und der Mann ging wieder weg. Und wir warteten und wir warteten. Und wir warteten 3 Tage und 3 Nächte. Und dann ist der Bruno erschienen. Und als er auf den Balkon kam, es war, ich kann es gar nicht so beschreiben, also Unruhe. Er ist jetzt da, die Spannung. Und dann hat er gesagt, ihr Hilfesuchenden, ihr Heilsuchenden, ihr Gelähmten, steht auf. Ihr könnt gehen, ihr braucht nicht in den Rollstuhl sitzen, ihr könnt gehen. Aber es stand keiner auf und alle waren noch vielleicht im Zweifel, was weiß ich. Aber es stand keiner auf. Dann hat er nochmal gesagt, die Hände ausgebreitet, steht auf, ihr Gelähmten, ihr könnt gehen. Und dann sind sie aufgestanden. Ich war fassungslos, wo ich das gesehen habe. Die Tränen rollten, aber nicht nur von mir, auch von anderen. Wenn Sie dann gesehen haben, dass die Leute dann aufstanden, wenn Gröning mit Ihnen gesprochen hatte, oder nur, dass er oben stand, und wenn er dann sagte, jetzt stehen Sie auf, und die Leute standen auf, oder Leute, die an Krücken gingen, die Krücken wegwarfen und liefen, dann kann man solchen Menschen nicht mehr als Scharlatan betrachten. Immer mehr Menschen berichten von außergewöhnlichen Heilungen, die man mit Bruno Gröning in Verbindung bringt. Selbst von Ärzten als unheilbar Diagnostizierte schwören auf seine wundersamen Kräfte. Offensichtlich spricht Gröning jedoch nur zu den Kranken, was die Sache noch seltsamer erscheinen lässt. Ein Reporter der Süddeutschen Sonntagspost berichtet, mir bleibt der Verstand stehen. Bruno Gröning heilt Lahme, Blinde, Stumme. Eines der größten Phänomene unseres Jahrhunderts. Das ist die übereinstimmende Meinung vieler Sachverständiger zu dem Fall Gröning. Ich war junges Mädchen, 18 Jahre alt. Und ich hatte immer Rückenschmerzen. Also ich hatte schon als kleines Mädchen Rückenschmerzen und das hat sich später verstärkt, weil ich eben einen stehenden Beruf ausgeübt habe. Und ich habe eben von Bruno Gröning gehört und habe gedacht, jetzt überzeugst du dich mal selbst. Und plötzlich geht ein Raunen durch die ganzen Menschen, die da waren, und sagen, der Gröning kommt, der Gröning kommt. Ich sage, wir sehen aber keinen hier. Ja, oder ist er da und da steht er ganz hinten, also 100 Meter Windel ab. Und habe da gestanden und habe gedacht, also Bruno Gröning, wenn du also der große Heiler bist, dann hilf mir. Ich möchte meine Rückenschmerzen loswerden. Und nichts anderes gedacht. Und da hörte ich ihn von Weitem sprechen. Aber ich habe nicht verstanden die Worte. Das konnte ich nicht hören. Aber in mir ging etwas vor. Ich merkte, dass in dem Moment dachte ich, er kann wohl doch helfen. Wie ein Strom bis in den kleinen Zeh, habe ich das gemerkt. Es durchfuhr meinen Körper wie einen Strom. Plötzlich ging es im Kopf los, als wenn ein Strumpf rübbelt, eine Masche aufrollt. So ging das in den Wirbelsäule 2 Stränge runter und in den Beinen runter und in den Armen und in die Finger. Und seitdem war ich erleichtert und sag, Mensch, damit du fühlst dich so wohl. Und bin dann nach einer guten halben Stunde weggefahren, zurück wieder nach Bad Oeynhausen. Das ist ungefähr gute 20 Kilometer entfernt mit dem Fahrrad. Dann noch nach Hause, was noch mal eine ganze Ecke war. Und meine Rückenschmerzen waren weg. Da bin ich losgelaufen und habe Bocksprünge gemacht, wie man so sagte früher. Also haben wir immer gesagt, ich bin geheilt. Ne? Und das ist alles weg. Ich habe dabei gesungen und ich sage, Mensch, was geht das toll. Sowas hast du noch nicht gehabt. So schön. Dann komme ich zu meinen Kollegen und die haben schon gewartet. Was ist denn nun los? Ich sage, ich bin geheilt. Ich habe keine Kopfschmerzen mehr. Das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht wahr. Ich sage, ihr habt ja immer gesagt, ich soll hingehen. Jetzt ist es aber wahr. Ihr könnt es mir glauben, es ist nicht wahr. Denn haben sie jeden Tag gefragt, immer, hast du noch Kopfschmerzen? Nein. Die haben ja auch gesehen, wenn ich mich bückte, dass ich dann mir der Schweiß nicht mehr lief. Ne? Und da war es weg. Und seitdem habe ich keine Kopfschmerzen. Bis heute nicht. Jetzt bin ich 80 Jahre alt und immer noch nicht. Und kam nach Hause. Und da saß mein Vater
Und mein erster Mann, mit dem ich also damals schon fest verbunden war, beim Schachspiel. Und meine Mutter kam auch gleich rein, weil ich natürlich nicht zur angegebenen Zeit nach Hause kam, sondern ich kam nur ein bisschen später. Damals hatte man noch kein Telefon und nichts. Und war aufgeregt. Sie spürten das wohl. Also meine Mutter sagt, du hast geglüht, als du reinkamst. Im Nachhinein haben wir uns natürlich darüber unterhalten. Und ich habe dann zu ihr gesagt, es ist also was ganz Wunderbares passiert. Und alle drei schauten mich nur an und ich erzählte die Geschichte, so wie ich sie jetzt hier erzähle. Und da sagte mein damaliger Mann, mein erster Mann, ach, so ein Humbug. Und da spürte ich so richtig so den Zorn in mir aufsteigen, habe aber nichts gesagt. Ich habe mich umgedreht, bin rausgegangen und habe gedacht, er hat nicht recht, meine Rückenschmerzen sind weg. Als Dankeschön habe ich ihm so Fressalien, so was zu essen hingestellt. Er kriegt ja jeden Tag säckeweise Post an der Straße. Sie standen an seinem Eingang. Und da habe ich das dann daneben gestellt, Kaffee und Butter und Wurst und so weiter. In Herford fing es langsam an, dass die Post säckeweise ankam. Nicht? Und wir eigentlich diese Post überhaupt nicht beöffnen konnten und bearbeiten konnten. Das war überhaupt nicht drin, war überhaupt kein Personal dafür da, weil wir waren gar nicht mehr in der Lage. Das wurde in Säcke verpackt, in die Ecke gestellt, mehr oder weniger. Und es war auch nicht möglich, diese Post im Einzelnen zu bearbeiten. Aus ganz Deutschland richtet man Bittbriefe an Gröning. Sogar das Ausland meldet sich. Der Strom von Heilungssuchenden reißt nicht ab. Ja, ich wurde im Jahr 1943 an Bord eines U-Bootes verwundet. Mein linkes Ellbogengelenk wurde zersplittert. Und ich wurde dann ins Marinelazarett nach Stralsund gebracht, wo eine Operation stattfand. Nach der Operation stellte man fest, dass der Arm sich nicht bewegen ließ, dass er angewinkelt stehen blieb. Man versuchte mit einem Sandsack den Arm zu strecken. Durch den versteiften Arm wurde ich U-Boots-untauglich. Bis 1949 war es so, man kannte mich nicht anders. Mehrfach wurde ich nur noch genannt, der Mann mit dem einen Arm, weil es so aussah, als wenn ich links eine Prothese trug. Durch einen Vetter meiner Frau wurde ich auf Bruno Gröning aufmerksam gemacht, der mich bat, ich möchte doch für mein eigenes Wohl ihn mal aufsuchen, den Gröning. Er brachte mich auch dorthin. Gröning betrat den Raum. Er war kleiner, als ich mir vorgestellt hatte. Und sprach mit uns, indem er eine kurze Rede hielt, die religiös war. Und immer darauf hinwies, dass Gott ihm die Kraft gegeben hätte, zu helfen. Und dann fragte er uns, nachdem er ungefähr Viertelstunde, 20 Minuten, wo gesprochen hatte, ob wir etwas fühlen würden. Ich musste es leider verneinen. Die anderen Herren, zwei waren es wohl, die hatten etwas gespürt, der eine am Bein, der andere am Hals. Und ich habe dann das Haus Hülsmann verlassen, wurde zwar von Gröning aufgefordert, mich dann noch mal sehen zu lassen. Ich bin dann nach Hause gegangen und ich kam dann unten rein. Ich fühlte mich dort wohl unbeobachteter, darum bin ich wohl unten in den Keller gegangen und nicht ins Haus, nicht durch die Haustür. Und habe dann versucht, meinen Arm, der vorher so stand, seit Jahren, gerade zu machen. Und er wurde gerade. Und habe dann nur geschrien, er lässt sich bewegen, er lässt sich bewegen. Bin dann die zwei Treppen hoch bis zu unserer Korridortür, habe mit der rechten Hand immer gegen die Scheibe geklopft, auf Klingeln gar nicht geachtet, sondern bloß gegen die Scheibe geklopft und immer gerufen, ich kann ihn bewegen, ich kann ihn bewegen. Natürlich war es sehr kritisch, ne? Ich wusste ja auch nicht, in welche Schublade ich das tun sollte, von meinem Wissen her. Hypnose, Suggestion, nicht wahr? Es gab so ein paar Schubladen, die ich immer dachte, da kann ich das doch irgendwo unterbringen, aber es passt denn keine. Es war eben etwas völlig anderes, was ich eben zuvor noch nicht erlebt hatte und mit meinem Wissen nicht einordnen konnte. Es war nicht drin.
Man konnte sich das nicht erklären. Wenn man einen Menschen jahrelang gesehen hat, der immer mit dem angewinkelten Arm rumgelaufen ist und auf einmal den Arm bewegen kann, dann taucht natürlich die Frage auf, wie kommt denn das? Und ich habe dann eigentlich immer für Gröning gesprochen und habe gesagt, ich hätte es nicht geglaubt vorher, bin aber durch meine eigene Heilung davon überzeugt worden, dass er etwas konnte, was eben die Mediziner nicht geschafft haben bei mir. Friedrich Senzmeier litt an einer chronischen Entzündung im Ischiasbereich. Seit Monaten hatte er starke Schmerzen, konnte zuletzt nur noch mit einem Stock gehen, wurde arbeitsunfähig. Die Ärzte waren ratlos und stellten sich auf eine dauerhafte Lähmung ein. Sein Schwiegersohn erinnert sich. Die Behandlung hat natürlich sich über 2 Monate hingezogen, aber eine Besserung ist nicht aufgetreten. Bis dann der Punkt kam, wo er einfach sagte, ich kann nicht mehr laufen. Da wurden wir natürlich stutzig, ne? Aber der Arzt konnte uns auch nicht sagen, wie es weitergehen soll und was wirklich ist, ne? Herr Jakschitz sucht mit seinem Schwiegervater den Wilhelmsplatz in Herford auf. Bruno Gröning spricht wieder zu den Heilungssuchenden. Sie bleiben dort allerdings nur eine halbe Stunde. Friedrich Senzmeier hält das Ganze für Humbug. Ja, am nächsten Tag kam ich ja nach Hause und dann habe ich mir gesagt, meine Frau, ich habe eine Überraschung für dich. Ich sage, was ist denn jetzt passiert? Ja, dein Schwiegervater steht im Garten und ist am Graben. Ich sage, sag mal, tickst du nicht richtig? War natürlich nicht so gemeint, aber der war doch gestern noch todkrank. Er sagte, geh mal hin. Und ich musste, also einfach glauben wollte ich es nicht. Und er war tatsächlich am Graben. Ich sage, was machst du denn? Ich sage, du wärst doch krank. Na, er sagt, siehst du, ich bin am Graben. Ich habe keine Schmerzen. Ich sage, Opa, wolltest du uns jetzt was vormachen oder bildest du hier wirklich? Wenn ich dir sage, ich habe auch meinen Stock nicht. Ich sage, wo ist der denn? Ja, in der Küche. Wie bist du rausgekommen? Ja, sag ich, im Garten so. Und da habe ich meine Schippe genommen und habe angefangen zu graben. Was ich jetzt unbedingt wissen wollte, war ja, hält das jetzt an oder nicht? Und nach ungefähr drei Monaten wieder nichts, gar nichts. Und er fing dann wieder an zu arbeiten. Da habe ich gesagt, das gibt's doch nicht. Ne? Der Ansturm auf Bruno Gröning wird immer größer. Manche sehen in ihm einen neuen Messias, andere halten ihn für einen Scharlatan. Vor allem die Ärzteschaft erweist sich dem Phänomen Gröning gegenüber mehr als skeptisch. Mein Vater ist oder war Arzt und meine ganzen Freunde, Bekannte in der Nachbarschaft, sehr viele Ärztesöhne. Und da wurde zu Hause heftig diskutiert über den Scharlatan. Ganz klar, Schulmedizin gegen Wunderheiler, das kann nicht gut gehen. Ich bin ja auch oft mit ihm zusammen auf den Wilhelmsplatz gegangen. Man traf dort sehr viele Ärzte, die das also beobachteten. Und natürlich kopfschüttelnd und das also eben mit einem gewissen Unverständnis und vielleicht auch mit ein bisschen Konkurrenzneid also da zur Kenntnis nahm. Also wir trafen sehr, sehr viele Söhne, eben meine Kumpels mit ihren Vätern. Und ich sage ja, ich kann es auch nicht ändern, aber es waren viele Ärzte dabei. Und die diskutierten auch. Und das war also absolut ablehnend. Da war also aber auch nicht so ein Fünkchen Verständnis da. Die Ärzteschaft macht der Stadt Druck. Der Oberbürgermeister spricht daraufhin Bruno Gröning am 3. Mai 1949 ein vorläufiges Heilverbot aus. Die Verwirrung um den sogenannten Wunderheiler spitzt sich langsam immer mehr zu. Er wiederum sucht unter anderem Superintendent Kunst auf, um mit ihm die Lage zu besprechen. Von ihm erhofft er sich Hilfe. Ich habe ihn insgesamt, glaube ich, 4-mal längere Zeit gesprochen. Ich habe ihn nicht für einen Scharlatan gehalten. Ich habe ihn für einen seriösen Mann gehalten. Unbezweifelbar war für mich, dass von ihm Kräfte ausgingen, die Heilung beim Menschen bewirkte. Für mich war immer bestimmend bei solchen Dingen, dass Gott viele Weisen hat, den Menschen zu helfen. Am 13. Mai 1949 findet eine Konferenz der Stadtverwaltung Herford mit eingesetzter Ärzte-, Prüfungs- und Kontrollkommission statt.
die über den Fall Gröning berät. Anwesend sind Oberstadtdirektor Meister, Superintendent Kunst und hochrangige Mediziner. Das Gespräch war nicht vor einer betonten Freundlichkeit. Selbstverständlich brachten die Herren auch ein großes Misstrauen mit. Wir sind dann auseinandergegangen und dann hat die Stadt gehandelt, wie sie glaubte, handeln zu müssen. Das grundsätzliche Heilverbot gegen Bruno Gröning wird aufrechterhalten. In diesen Tagen stürmen viele Heilungssuchende das Rathaus von Herford. Er selbst folgt den Hilferufen anderer Menschen in die umliegenden Städte. Als Kind habe ich Beschwerden gehabt mit dem Herzen. Und zwar war das dann hinterher so schlimm, dass ich also nächtelang gesessen habe im Bett. Meine Mutter hat dann öfters auch mal einen Arzt nachts gehabt, weil ich drohte zu ersticken. Und der Arzt, Dr. Kampsmeier aus Hittenhausen, der hat dann also eine Diagnose gestellt, also das ist ein Herzklappenfehler. Und dass ich also da mein Leben lang drunter leiden müsste. Ich durfte also auch zu der Zeit keinen Sport machen in der Schule. Und, ich war also immer irgendwie im Abseits da, wenn es um Sport ging. Und dann bot sich dann die Gelegenheit. Es war also so schlimm, dass ich gedacht habe, es dauert nicht mehr lange. Nicht? Und dann bot sich dann die Gelegenheit bei Bruno Gröning. Und ich bin dann auch da reingekommen in dieses Haus, wo er hier in Sundern an der unteren Wiesenstraße war. Und dann habe ich habe geweint, weiß ich noch genau. Und habe gesagt, Herr Gröning, bitte, können Sie mir auch helfen? Ich hab's mit dem Herzen und so. Und dann sagt er, ja, mein Sohn, sagt er, ja, mein Sohn. Hat er die Hand hier auf meine Brust gelegt, auf den Kopf. Du kannst jetzt gehen. Du bist jetzt gesund. Da bin ich rausgegangen, hab geweint. Meine Mutter stand draußen und habe gesagt, Mutter, ich habe jetzt nichts mehr mit dem Herzen. Und habe ich geweint und es war tatsächlich vorbei. An dem Tag war es vorbei. Ich habe geschlafen und bis zu meinem heutigen, vom 14. Lebensjahr, bis ich werde im nächsten Jahr werde ich 60. Ja, das ist also, ich habe wieder Sport gemacht. Zum Beispiel war es damals bei uns in der Schule so, wir spielten Schlagball. Und dann habe ich wieder Sport betrieben. Es war nichts. Es war nichts mehr. Es war wirklich nichts mehr. Es hat angehalten. Es hat einfach angehalten bis heute. Also meine Mutter hatte Lungenembolie. Und mit ihrem Stuhlgang hatte sie immer Schwierigkeiten. Und jetzt lag meine Mutter schon 6 bis 7 Wochen. Und es war kein Stuhlgang aufscheinend. Es war Folgendes, dass die Ärzte Einlauf gegeben haben und alles ein, aber es rührte sich nichts mehr. Also der Darm war tot, war abgestorben, kann man sagen. Und so war meine Mutter so aufgeschwollen, die hatte einen Bauch bekommen. Können Sie sich ja vorstellen, wenn das 7 Wochen gar nichts mehr rausgekommen war. Und so hat sie die Ärzte aufgegeben, die konnten weiter nichts machen. Jetzt, wie Herr Gröning da nun bei uns war, sagte er auch zu mir, holen Sie mal ein Glas Wasser. Ja, und ich an der Pumpe habe Wasser geholt. So, Frau Horn, jetzt trinken Sie mal 1-2 Schluck. Ja, und Mutter trank. So, sagt er, wissen Sie, was Sie jetzt getrunken haben? Ihr neues Blut, was jetzt durch ihre Adern rinnt. Bruno Gröning betont des Öfteren, dass das Blut der Menschen verseucht sei. Er wiederum könne es durch die Kraft Gottes umwandeln und so die Heilung ermöglichen. Und wie ich an den Tag nach Hause kam, Vater, von der Arbeit zu Hause geblieben, dann erzählte er, was ich in meinem, sowas habe ich in meinem Leben noch nie mitgemacht, sagte er. Ich habe ungefähr so 7 Becken voll.
was bei Mutter weggekommen ist und alles raus, hat sich da alles gereinigt. Und dann sagte mein Vater, Herr Gröning, was ist meine Schuld denn jetzt? Gar nichts, sagt er. Es ist nur so, die Ärzteschaft sind schon, ist schon Aufruhr und die sind gegen mich und können das nicht verstehen, dass die Kranken geheilt werden und die Schulmedizin versagt da oft, ne? Aber er war ganz ruhig und nicht, dass nur gehässig war, der Ärzte. Nur sie wollen mich beiseite schaffen. Und wenn sie dann einen Tatsachenbericht schreiben, so schriftlich, dann hat Vater am anderen Tag 4 Seiten geschrieben. Bruno Gröning legt besonderen Wert darauf, sein Wirken zu dokumentieren. Viele Dankesschreiben und Heilungsberichte aus dieser Zeit bleiben dadurch erhalten. Andern Tag kam der Arzt wieder, kam ja jeden Tag, und die Krankenschwester. Und schauten, der Arzt tut das Bett weg, setzte sich hin. Frau Graf ahnt, dass sich die Krankheit so mit einem Male bricht, das habe ich noch nicht mitgemacht. Ja, und so waren wir überglücklich und meine Mutter hat noch 20 Jahre gesund gelebt, wo wir alle dankbar waren. Am 7. Juni 1949 wird Bruno Gröning ein totales Heilverbot für ganz Nordrhein-Westfalen ausgesprochen. Seine Mitarbeiter Egon Arthur Schmidt und Erich Kuhlmann benachrichtigen die Menschenmenge. Für Gröning wird die Situation immer schwieriger. All seine Bemühungen, zu den Heilungssuchenden sprechen zu dürfen, scheitern. Also aufgebracht wurden die Leute, wie das Heilverbot kam. Nicht? Was ja dann dort bald passierte. Die Auseinandersetzung mit dem Stadtdirektor, glaube ich, hieß das damals dort, und mit der Polizei. Und dann haben die Leute natürlich protestiert, dass man ihm seine Tätigkeit verbieten will. Es war also immer alles in Bewegung eigentlich. Egon Arthur Schmidt, der die Geschehnisse der Herforder Zeit im Buch Die Wunderheilungen des Bruno Gröning dokumentiert, schreibt über die dramatische Entwicklung dieser Tage. Trotz des Verbotes kamen von weit her immer neue Heilungssuchende. Der Druck dieser in tiefer körperlicher und seelischer Not befindlichen Menschen auf die Behörden wurde immer stärker. Fast täglich bildeten sich Abordnungen, die sogar zur Privatwohnung des stellvertretenden Oberstadtdirektors Wörmann gingen. Ich erteile Gröning für heute Abend eine Heilerlaubnis. Wörmann gelingt es, die Menschenmenge zu beruhigen und zum Abzug zu bewegen. Doch die Hoffnung und Freude der hilfesuchenden Menschen hält nicht lange an. Bereits am nächsten Tag ist das Verbot wieder wirksam. Gröning sind endgültig die Hände gebunden. Seine Enttäuschung über das Unverständnis seiner Person und seinem Wirken gegenüber ist groß. Er zieht die Konsequenz und verlässt Herford, jedoch nicht ohne einen nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen. Ja, er hat eigentlich eine Epoche auf diesem Gebiet eingeleitet, würde ich sagen. Es war also mit wenigen geringen Ausnahmen abgesehen eigentlich niemand, ich wusste niemand,
der überhaupt geistige Heilung ausführte. Und er war eigentlich ein Pionier auf dem Gebiet. Und er hat einen Stein ins Rollen gebracht. Man kann das ganz genau verfolgen, wie plötzlich das zum Thema wurde und diskutiert wurde, was ja vorher überhaupt nicht der Fall war, außer in einigen theosophischen, anthroposophischen Schriften und damals auch in esoterischen Dingen, die es ja schon mal gab. Das war es dann aber auch. Aber er brachte das ja an die Öffentlichkeit. Es wurde ja ein öffentliches Diskussionsthema, und auch wo sich dann nachher Wissenschaftler mit beschäftigten. Das fing damit an, dass meine Frau in einer Zeitung oder in einer Zeitschrift einen Artikel über Gröning und das, was er tat, gelesen hat. Sie gab mir diesen Artikel und sagte, du, das wäre doch, das da sollte vielleicht doch eine Reportage gemacht werden, die wir in der Revue veröffentlichen könnten. Nun waren wir ja nicht die Redakteure, sondern die Verleger, aber dennoch war die Redaktion sehr interessiert daran, unseren Vorschlag zu akzeptieren. Es kommt zu ersten Kontakten mit Gröning. Die Korrespondenten der Revue, Heinz Bongartz und Helmut Laux, sollen sich von journalistischer Seite der Sache annehmen. Die Revue entschließt sich, zur wissenschaftlichen Klärung des Phänomens Gröning beizutragen. In der Heidelberger Ludolf-Krehl-Klinik unter der Schirmherrschaft von Professor Dr. Weizsäcker soll die Heilmethode des Wunderdoktors erforscht werden. Vor allem ist der Marburger Psychologe und Mediziner Professor Dr. H.G. Fischer für die wissenschaftlichen Untersuchungen zuständig. Bruno Gröning wird bei positivem Verlauf ein Gutachten in Aussicht gestellt. Damit soll ihm der Weg zu freiem Wirken ermöglicht werden. Es sollte ja hier getestet werden, kann er heilen oder nicht. Darum ging es ja. Es sollte ein absolut klinischer Test sein, nicht die Beweisführung seiner Heilfähigkeit. Darum ging es. Und da hat er zugesagt. Gesagt, ja, das mache ich. Und wir kamen in eine Villa in Heidelberg, in einer Art Klausur. Das heißt, es war ihm nicht erlaubt, irgendwo anders Heilungen durchzuführen, sondern nur von den Patienten, die ihm von der Universitätsklinik zugeführt wurden. Das Phänomen Gröning wird grundsätzlich erst einmal in Frage gestellt. Im Mittelpunkt steht vor allem die wissenschaftliche Überprüfung. Herr Kindler zeigt sich jedoch sehr schnell von Bruno Gröning beeindruckt. Nun ja, ich glaube, der Dünkel einer Gruppe von Ärzten, die erstens aufgrund ihrer akademischen und schulischen Ausbildung glauben, sie wüssten alles besser, jedenfalls auf dem Gebiet der Mensch der Krankheiten, die waren natürlich fassungslos, dass es hier einem Menschen gelang, dass er eigentlich ohne sein eigenes Zutun so bestürmt wurde, dass er nicht 5 Patienten hatte und nicht 20 und nicht 50 und nicht 100, sondern Tausende von Patienten auf diesen Mann einströmten. Das ist ja für einen Arzt schwer zu begreifen, ist ja auch schwer zu begreifen, wirklich. Und für die besonders. Und er hatte aber, ich glaube, auch keine Heilpraktiker-Ausbildung. Er hatte eben überhaupt keine. Er war nicht dumm, er war intelligent. Er war kein Intellektueller, aber er war intelligent und nicht dumm. Und konnte auch sich klar ausdrücken und verständlich ausdrücken. Und wie gesagt, war auch bemüht, mit jemandem zu reden, aber war aber kein Schwätzer. Wiederum, das will ich um Gottes Willen nicht damit sagen, gar nicht. Das würde ja zu seiner Bescheidenheit auch nicht passen. Nein. Also da würde ich glauben, dass die Ärzte eben gesagt haben, also das ist ja doch alles nicht zu glauben, aber also schließlich, das müssten wir ja besser können als er. Und nun wollen wir ihn mal hier ins Nebenzimmer sperren und wollen mal unsere Patienten kommen lassen. Und dann kann er ja mal dazukommen und dann werden wir schon noch dahinter kommen, was da los ist. Es ist vielleicht doch nur ein Scharlatan, es ist vielleicht doch nur alles Zufälle, es ist vielleicht doch nur alles Massensuggestion. Würde ich aber nicht glauben. Aus Hunderten von schriftlichen Anfragen werden Patienten aus der Ludolf-Krehl-Klinik ausgewählt. Danach wurden diese Patienten in diese Villa gebracht. Später wurden im Kreis gesetzt. Er stand in der Mitte. Es waren damals riesige Tonbandgeräte. Es wurde alles per Tonband aufgenommen, war in einem Nebenraum. Es war sehr viel technischer Aufwand. Es ist nicht so einfach wie heute. Und mehrere Ärzte waren rundherum, die Blutdruckpuls gemessen haben. Und dann fing Bruno Gröning an, sich
kann mich aber nur an einen Fall entsinnen. Das war eine Patientin, die eine chronische Verstopfung, also eine Obstipation hatte, der scheinbar auf klinischem Weg nicht beizukommen war. Und während der Behandlung ging das schon los, musste sie schon raus. Der Erfolg von Else Joost wird als außergewöhnliches Ereignis in den Zeitungen publik gemacht. Am beeindruckendsten ist jedoch der Fall Strobel. Seit Jahren hatte er die Bechterew'sche Krankheit, was zur völligen Versteifung der Wirbelsäule führte. Außerdem plagten ihn starke Schmerzen beim Gehen und Steigen. Innerhalb kürzester Zeit ist er schmerzfrei und kann sich frei bewegen. Herr Zelter war ebenfalls ein Patient in Heidelberg. Professor Dr. Weizsäcker selbst stellte eine schwerwiegende Nervenerkrankung und eine chronische Rückenmarksentzündung bei ihm fest. Herr Zelter konnte sich nur wenige Minuten auf den Beinen halten, brach nach kurzer Zeit zusammen. Man gab ihm noch 5 Jahre zu leben. Eines Abends, wir saßen im Kreis in der Halle und da stand er plötzlich auf, sagte gar keinen Ton, ging da raus und ich guckte, wo gehst du da hin? Und da ging er also diese breite, hohe Wendeltreppe bis zum ersten Stock. Das war ein durchgehendes gebautes Haus. Und das ging der also vollkommen alleine wie ein ganz gesunder Mensch. Das konnte er nicht, als er dorthin gefahren ist, die Haustreppe. Und kam auch wieder ohne anzuhalten, ging der also, der tänzelte die Treppe runter. Und hat bis 65 Jahren ganz normalen Dienst ausgeübt, ganz normal. Die Ärzte zeigen sich beeindruckt. In der Revue äußert sich Professor Dr. Fischer in einem Vorgutachten sehr positiv zu den Geschehnissen der Heidelberger Untersuchungen. Die offensichtlichen Heilerfolge Grönings führt er auf eine Naturbegabung zurück. Er versucht allerdings, alles aus psychologischer Sicht zu erklären, obwohl beispielsweise die Heilung der Bechterew'schen Krankheit im Fall Strobel kaum in dieses Gebiet einzuordnen ist. Er sagt: Bruno Gröning ist kein Scharlatan, kein Hypnotiseur, kein Wunderdoktor, sondern ein begabter, nichtärztlicher Psychotherapeut. Er bemüht sich aus kindlich, naturhaftem und auch religiös begründetem Mitgefühl heraus, den Menschen in ihren seelisch bedingten Leiden zu helfen. Er maßt sich nicht an, ein Prophet oder Messias zu sein. Er hat aber ein gläubiges Sendungsbewusstsein. Professor Dr. Fischer macht Gröning daraufhin ein Angebot, auf das er jedoch nicht eingeht. Gröning will sich und seinem Weg treu bleiben und sich nicht einengen lassen. Er schreibt später rückblickend dazu: Es sollten mir Heilstätten zur Verfügung gestellt werden, in denen auch Ärzte tätig sein sollten. Dies deshalb, um alle Fälle genauestens kontrollieren zu können, um weitere Bestätigungen nicht nur der Öffentlichkeit, sondern auch der Medizin gegenüber zu erhalten. Herr Professor Fischer verlangte von mir aber ein Gehalt von monatlich über 3000 D-Mark, dazu hohe Tagesspesen. Und außerdem sollte ich mich verpflichten, an Herrn Professor Fischer 30% aller Betten abzutreten. Und zwar deshalb, weil, wie er mir später erklärte, er die 30% aller Geheilten als von ihm geheilt. Das heißt, um diese 30% aller Geheilten auf seinen Namen und auf die Wirkung der Psychotherapie verbuchen zu können. Ich habe mich mit diesem Vorschlag von Herrn Professor Fischer nicht einverstanden erklären können und ihn abgelehnt deshalb, weil ich erstens über keinen Pfennig Geld verfügte, sodass ich ihm gegenüber meinen finanziellen Verpflichtungen nicht hätte nachkommen können, zweitens nie daran gedacht habe, aus dem ganzen Vorhaben ein Geschäft zu machen. Einige Ärzte und Professoren, also das alle Namen habe ich mir auch nicht gemerkt, die wollten ja den Gröning für ihre Patientenbehandlung gewinnen. Aber das ist dann natürlich auf Profit ausgegangen. Und das hat der Gröning einmal gesagt. Wer diese Begabung bekommen hat, der darf, das ist eine Gabe Gottes und das darf nicht verkauft werden. Sobald ich das Geld annehme, erlischt diese Gabe. Die ablehnende Haltung Grönings wird negativ ausgelegt.
Ein versprochenes Gutachten erhält er nicht. Plötzlich heißt es, man hätte sein Geheimnis entdeckt. Gröning bleibt unverstanden. Das Experiment der Zeitschrift Revue ist beendet. Wir machten ja nicht nur Illustrierte, sondern begannen damals auch schon, den Buchverlag zu installieren. Und Sie sehen ein bisschen, was der gemacht hat. Er hat sich natürlich sehr für Psychologie interessiert. Da gibt es ein 15-bändiges Werk, die Psychologie des 20. Jahrhunderts. Also mir sind die Themen schon vertraut. Aber Gröning ist eine Einmalerscheinung. Keiner psychotherapeutischen, psychologischen Schule einzuordnen. Darum sage ich denke, er war ein tief religiöser Mensch. Hatte aber auch den Eindruck, dass eine Gruppe von Ärzten, ich will das nicht verallgemeinern, aber eine Gruppe von Ärzten ihn benutzen wollte und ihn benutzt hat und sein Wissen ausgebeutet hat, aber sein Wissen war ja nicht zu ergründen. Also lernen und das Gleiche zu schaffen, wie er geschaffen hat, das konnten sie nicht. Es bleibt ein Geheimnis. Bruno Gröning sagt einmal in diesem Zusammenhang: Es ist arg, dass gerade die Menschen, die nichts erfassen, sich für wissend halten und daher nicht erfassen können, was Wissen ist. Dass der Weg der Wissenschaft nicht hundertprozentig richtig war, beweist alleine die Zahl der Wissenschaftler, die das Gefühl verdrängten und dafür den Verstand sprechen ließen. Mit dem Verstand kann ich bestimmt nicht verstanden werden. Eines Tages sucht er uns auf, um sich mit uns über das, was er vorhat oder nicht vorhat, zu beraten. Und wir hatten damals ein Haus in München, Harlaching, mit einem großen Garten. Das Haus diente damals auch noch gleichzeitig als unser Verlagshaus. Dort erschien er, aber noch bevor er erschien, an einem Tag, ich weiß den Wochentag nicht mehr, sagen wir um 3 Uhr, waren wir bei uns verabredet, sollte er kommen. Aber schon ab 1 Uhr oder 2 Uhr versammelten sich Menschen, die in unser Haus wollten. Aber das versuchte ich zu verhindern, weil ich wollte ja nicht ihn in Verlegenheit bringen. Außerdem war auch die Polizei erschienen, die wohl dafür sorgen sollte, dass er dort nicht etwa auftritt. Ja, also die standen draußen vor dem Tor. Das Tor haben wir zugemacht, weil wir eben an dieses Verbot dachten und keine Schwierigkeiten für uns, aber vor allem für Gröning nicht bekommen wollten. Wir wussten ja, dass es schon genug Schwierigkeiten hatte. Als er dann um 3 Uhr kam und das Tor aufging, sind die Menschen, die inzwischen zugenommen hatten, doch hineingeströmt in den Garten. Uns hat auch die Polizei nicht verhindert und wir natürlich auch nicht, denn wir hatten ja kein Interesse daran, Menschen vor den Kopf zu stoßen. Also es war ohnehin ein etwas unschöner Gedanke, der uns da beschäftigte, dass da Menschen standen, die man nicht reinließ. Ja? Nun gut, also sie kamen und sie waren im Garten und mit Gröning gingen wir aber ins Haus, setzten uns, meine Frau, er und ich, und zu dritt führten wir ein sehr intensives Gespräch, an dessen Einzelheiten ich mich nach so langer Zeit und nach Gesprächen mit so vielen Menschen nicht mehr genau erinnern kann oder überhaupt nur noch wenig erinnern kann. Aber der Eindruck war, der ein bescheidener, glaubwürdiger, gutartiger, hilfsbereiter Mann sitzt dort, dem wir gerne beistehen würden, soweit das überhaupt in unseren Möglichkeiten lag. Und ich erinnere mich an eine Kleinigkeit, dass ich wohl so da saß mit übergeschlagenen Beinen und ich weiß nicht, wie das Gespräch also auf Körperfunktionen kam und er sagte, er würde sich erlauben zu sagen, ich sollte das vielleicht nicht tun. Das wäre für den sehr organisch nicht gut. Es wäre besser, ich würde mich so ungezwungen hinsetzen. Ich glaube, er könnte recht haben. Ja, und dann schließlich ging das Gespräch natürlich darum, dass er eben dieses Verbot hatte. Grundsätzlich, was kann man machen?
welcher Anwalt kann sich damit beschäftigen und so weiter. Aber vor allen Dingen, was soll ich herausgehen, den Menschen sagen, bitte geht wieder nach Hause. Ich sage, so können wir mit den Menschen nicht umgehen. Und das war auch seine Meinung. Er sagt auch, ich kann mich davon nicht frei machen, dass Menschen mit mir sprechen wollen. Aber wiederum muss ich mich an das Verbot halten. Also ich werde hinausgehen und einiges sagen, nämlich, dass ich eben nichts sagen kann. Und so geschah es. Ich brachte ihn hinaus. Wir hatten einen großen Swimmingpool, einen quadratischen im Garten, der aber ohne Wasser, der nicht gefüllt war zu der Zeit. Und an einer Stelle dieses Bassins gab es eine kleine Treppe zu einer kleinen Erhöhung, zu einem kleinen Gartensitzplatz. Dorthin brachten meine Frau und ich ihn in der Erwartung, dass er jetzt die paar Stufen hinaufgehen würde, um von da aus zu der um den Bassin stehenden Menge zu sprechen, zu sagen, wie leid es ihm tut. Aber siehe da, er blieb stehen, ging nicht die paar Stufen hinauf, er ging die paar Stufen hinunter in den Swimmingpool, in den trockenen Swimmingpool. Das fanden wir, das hat uns sofort sehr berührt. Und ich muss sagen, ich finde es auch psychologisch so interessant, dass er nicht von oben, wie wir angenommen haben, zu den Menschen spricht, sondern dass er hinuntergeht und nach oben zu den ihn umgebenden Menschen spricht. Es war eine große Stille. Und er sagte eben, wie sehr er bedauere und wie sehr er hoffe, dass sich das wieder ändern würde, dass er doch sich Patienten widmen dürfe. Aber heute dürfe er das noch nicht und man müsse verstehen, dass er hier nicht gegen dieses Verbot handeln dürfe. Dann aber sagte er, er möchte sich also verabschieden und nun zielte er doch auf Menschen, die besonders seiner bedürftig waren, auf den Bahren und in den Rollstuhl. Und denen gab er die Hand und wünschte ihnen gute Besserung und siehe da, einer von den Menschen, die auf den Bahren lag, erhob sich und sagte, es geht mir gut, es geht mir gut. Und aus den Rollstühlen, nun gut, in Rollstühlen sitzen ja oft Menschen, die nur zeitweise, die nur gehbehindert sind. Und also jedenfalls standen auch da von den Rollstuhlinhabern einige auf und es war erschütternd, es mit anzusehen. Neben mir stand ein Arzt, der stellte sich mir vor und sagte, als Arzt schämt man sich ob seiner Hilflosigkeit. Immer mehr Menschen stellen sich in der Folgezeit die Frage nach Grönings Herkunft. Dazu schreibt er in verschiedenen Lebensläufen. Ich wurde als viertes Kind von 7 Geschwistern des Ehepaares August und Margarete Gröning am 30. Mai 1906 in Danzig-Oliva geboren. Während meiner Kindheit und Jugendzeit machte ich immer mehr die Feststellung von sonderbaren Fähigkeiten, die von mir ausgehend dazu angetan waren, beruhigenden oder heilenden Einfluss auf Menschen und Tiere auszuüben. Mein Verhältnis zum Elternhaus war sonderbar und gespannt. Jedenfalls dauerte die Gefangenschaft im Elternhaus nicht lange, da ich sehr schnell und oft mich aus dieser befreite. Wald und meine Freunde, die Tiere, waren so stark, dass sie mich immer wieder zu sich anzogen. Hier erlebte ich Gott. In jedem Strauch, in jedem Baum, in jedem Tier, ja selbst in den Steinen. Es dauerte nicht lange und ich fühlte mich geborgen, denn hier war ich nicht so alleine. Ich habe auch als Kind die Feststellung machen können, dass Tiere, die für gewöhnlich als scheu oder auch als bösartig galten, sich mir gegenüber gutmütig und zahm zeigten. Ich sprach zu allen Tieren. Kurz, wir haben uns sehr gut verstanden. Überall konnte ich stundenlang, es gab eigentlich keinen Zeitbegriff, stehen und sinnen. Und immer war es mir, als weitete sich mein ganzes inneres Leben in eine Unendlichkeit hinein.
Im Elternhaus brachte man dem kleinen Bruno immer weniger Verständnis entgegen. Oftmals erhielt er Schläge und wurde als Spinner abgetan. Bruno ist mein Cousin. Und meine Eltern erzählten das. Er war als kleiner Junge irgendwie schon ein Sonderling, wie man so sagt. Er ist viel im Wald spazieren gegangen und fing dann auf einmal an, zu Hause Brot zu sammeln. Und die Eltern wunderten sich, warum. Und er hat gesagt, ja, er muss das Brot sammeln und trocknen. Und dann wollte er das im Wald vergraben. Und weil er glaubte oder hat das auch gesagt, dass ein Krieg kommt, dass sie später eben was zu essen haben. Ja, und die Eltern haben sich gewundert, dass er so reagiert und haben nicht allzu viel darauf gegeben, weil er ja sowieso ein bisschen anders war als seine anderen Geschwister. August Gröning äußerte sich in einer eidesstattlichen Erklärung im Jahr 1949 über seinen Sohn Bruno. Sogar besondere Ereignisse konnte er voraussagen. Anfang und Ende des Krieges 1914-18. Auch den Tod seiner Mutter sah er im Voraus. Ebenso den Anfang des Krieges 1939 bis 1945. Alles hat er gesehen und vorausgesagt. Hinzu kommt noch eine Eigenschaft, die es ihm ermöglichte, Menschen von Krankheiten und Leiden zu heilen. Und das ist sehr interessant für uns auch gewesen, über solche Sachen auch zu hören, wie ein kleiner Bub gewesen ist. Schon seine Mutter ist mit ihm in Krankenhäuser gegangen, weil die Patienten verlangt haben, bring doch den kleinen Bruno mit. Wenn der zu uns kommt und hier sitzt und mit uns spricht, kommt eine so tiefe Ruhe über uns und wir fühlen uns ganz besser. Mutter, kannst du mich noch hören? Oma, du wirst nicht sterben. Du bist gesund. Bruno Gröning erwähnt weiter in seinen Lebensläufen. Bereits als Kleinkind wurden in meinem Beisein kranke Menschen von ihren Beschwerden frei. So wurde ich laufend von Kranken direkt angezogen. Ich besuchte die Volksschule. Nach der Entlassung aus dieser ging ich in die kaufmännische Lehre. Hier war ich 2,5 Jahre. Diese Lehrstelle musste ich aber auf Verlangen meines Vaters deshalb aufgeben, weil es meines Vaters Wunsch war, dass ich ein Bauhandwerk erlernen sollte. Ich folgte dem Wunsche meines Vaters und erlernte den Zimmererberuf. Zu einem Abschluss durch eine Prüfung kam es jedoch nicht, da zur damaligen Zeit in Danzig große Arbeitslosigkeit herrschte. Aus diesem Grunde musste ich ein Vierteljahr vor Beendigung der Lehrzeit ohne Abschlussprüfung meine Lehrstelle aufgeben, denn die Firma, bei der ich lernte, musste wegen Mangel an Aufträgen schließen. Dass Bruno Gröning in den Wirren der damaligen Zeit keinen Berufsabschluss machen konnte, warf man ihm später oftmals vor und deutete es als Zeichen von Labilität und Unvermögen. 1925 gelang es dann dem 19-Jährigen, eine Bau- und Möbeltischlerei zu errichten und sich selbstständig zu machen. Er konnte den Betrieb 2 Jahre aufrechterhalten, war dann aber aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Situation in Danzig gezwungen, ihn wieder aufzugeben. Danach bemühte er sich, wie viele andere auch, in der schwierigen Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, so gut es ging, sein Geld zu verdienen und war sich für keine Arbeit zu schade. Alle diese Arbeiten habe ich mit Interesse verrichtet und besonders lag mir daran, ein Praktikum durchzumachen, wobei ich das Wissen und Können der Menschen in allen Lebenslagen und allen Volksschichten studieren konnte und erfuhr, wie die Menschen ihr Leben gestalteten. Ich suchte nicht nur die Ärmsten der Armen, sondern auch die Reichsten der Reichen auf, um kennenzulernen, wie sie lebten. Max Bruhn, ein früherer Freund Grönings, erinnert sich.
Es war im Jahre 1931, als ich dringend für meine Familie einen Wohnraum suchte. Der Weg führte uns in das Haus in Danzig, lang vor Ringstraße 77-2. In dieser wurden wir dann aufgenommen und erhielten von der Zwei-Zimmer-Wohnung, die von Bruno Gröning bewohnt wurde, ein Zimmer ab. Bruno Gröning hat schon damals nie an sich gedacht, sondern sein oberstes Gebot galt seinen Mitmenschen, ihnen zu helfen und neue Kraft zu geben. Es war ihm gleich, ob jemand ein Anliegen auf Gesundung hatte oder andere Hilfe brauchte. Oft wurde er schon damals zu Kranken gebeten. Aber nie hat er, ganz gleich was es war, auch nur einen Pfennig dafür genommen. Im Gegenteil, er hat sogar noch sein letztes Geld, was er besaß, diesen Menschen gegeben. Einiges möchte ich aber besonders noch hervorheben. Und zwar handelt es sich um das Weltgeschehen, wie es sich in den vergangenen Jahren abgespielt hat. Dazu auch die Teilung Deutschlands. Selbst der Beginn und der gesamte Verlauf des Krieges ist haargenau eingetroffen, wie es Bruno Gröning uns vorhergesagt hat. Ernst Cohn bezeugte ebenfalls Grönings außergewöhnliche Fähigkeiten. Herr Bruno Gröning hat schon früher vielen Menschen durch seine Strahlung geholfen und Prognosen gestellt, die stets zutrafen. Bruno Grönings Heilkraft habe ich schon in ihrer Wirkung in den Jahren unserer Nachbarschaft in Danzig-Langfuhr verspürt. Ich bin oft von Schmerzen befreit worden. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, war Bruno Gröning mittlerweile 33 Jahre alt. Er selbst sah den Krieg als eindeutiges Zeichen dafür, wie weit der Mensch sich von Gott entfernt hat. In seinen Lebensläufen erinnert er sich. 1943. Im Alter von 37 Jahren wurde ich zur Wehrmacht einberufen. Wegen meiner Auffassung kam es zu Reibungen. So wurde mir zum Beispiel das Kriegsgericht in Aussicht gestellt, denn ich hatte die Äußerung getan, ob ihr mich an die Front stellt oder nicht. Ich erschieße doch keinen Menschen. Bruno Gröning geriet am 5. März 1945 in russische Kriegsgefangenschaft. Auch hier soll er viele Mitgefangene geheilt haben. Da er gegenüber der Lagerleitung kein Blatt vor den Mund nahm und sich für bessere Lebensbedingungen seiner Mitgefangenen einsetzte, galt er als aufsässig. Einige wenige russische Offiziere, wie Gröning später berichtete, hielten jedoch zu ihm und bewahrten ihn davor, erschossen zu werden. Er hat mir einmal gesagt, wie ich in Russland in Gefangenschaft war, habe ich viele meiner Kameraden das Leben leichter gemacht. Und die Russen selber sind zu mir gekommen und haben gesagt, sie sind ein zweiter Rasputin. Ich habe Herrn Bleis, der auch im Gefangenenlager von Bruno Gröning war, gut gekannt. Und er bestätigte, dass Bruno Gröning damals schon vielen geholfen hat, indem sie Besserungen und Gesundheit erfahren haben und hat vieles mit ihm erlebt. Auf der Heimfahrt von der Gefangenschaft im Eisenbahnwaggon. Da ist mir der Bruno Gröning begegnet. Da sind wir sogar nebeneinander gelegen. Nicht gleich, aber dann, das weiß ich auch nicht wann, aber auf einmal hat mir dann erzählt, was er alles kann, dass er so ein Wunderheiler ist. Und hat mir dann halt allerhand erzählt, was er alles machen und wird einmal. Und wenn wir dann auseinandergegangen sind, dann habe ich gesagt, dazu hat er mir nochmal die so Sachen erzählt, aber ich sage, du spinnst ja, du hast ja einen Vogel. Okay. Im Dezember 1945 wurde Gröning aus der Kriegsgefangenschaft entlassen. Er kam nach Dillenburg und holte seine Frau zu sich. Sie wollte jedoch nichts von seinen Heilfähigkeiten wissen und stellte ihm kurze Zeit später vor die Wahl, dass er entweder nur für sie da sein solle oder für die Hilfesuchenden. Dadurch kam es zur Trennung. Bruno Gröning schreibt weiter in seinen Lebensläufen. In Westdeutschland habe ich zusammen mit Flüchtlingen das Hilfswerk der Vertriebenen ins Leben gerufen. Auch gehörte ich der Wohnungskommission an, denn ich fühlte mich wieder verpflichtet, den Menschen zu helfen. Der Krieg hatte überall tiefe Spuren hinterlassen. Die verheerenden Folgen wurden jetzt erst sichtbar. 17 Stunden, unentwegter Angriff. Die Menschen lagen nur noch am Boden. Dann hatte ich am nächsten Tag oder noch in der Nacht, das weiß ich nicht mehr, eine gelähmte Hand.
Ich konnte den Löffel nicht mehr zum Mund führen. Der Schreck, verstehen Sie? Und nicht, dass ich geweint habe über den Verlust der Haare. Man muss überhaupt froh sein, dass man nicht verbrannt ist im Haus selber. Also, und diese gelähmte Hand wurde zwar behandelt, wir haben alles gemacht, was möglich war, aber sie war immer noch gelähmt. Nach den turbulenten Tagen in Herford und den wissenschaftlichen Untersuchungen in Heidelberg wird Bruno Gröning im August 1949 von Herrn Havard auf sein Gestüt, den Traberhof bei Rosenheim, eingeladen. Hier will er sich vorerst zurückziehen, um dem Trubel um seine Person aus dem Weg zu gehen. Zunächst gelingt es, seinen Aufenthalt geheim zu halten. Nachdem jedoch die ersten Zeitungen über seine Ankunft in Bayern berichten, spricht es sich wie ein Lauffeuer herum. Na, das sieht doch schon ganz gut aus, Frau Bernhard. Ich denke, mit den Tabletten haben wir das bald im Griff. Aber ich nehme sie doch schon so lange. Ich weiß schon, Frau Bernhard, vertrauen Sie mir nur. Also, gute Besserung und schauen Sie nächste Woche noch mal rein. Vielen Dank, Herr Doktor. Heinz, ich muss dich unbedingt sprechen. Ja, Fritz, du kannst doch nicht einfach... Du glaubst gar nicht, was mir passiert ist. Was ist denn los? Ich war heute in Rosenheim. Setz dich erst mal. Also, ich war heute in Rosenheim am Traberhof. Du glaubst gar nicht, was da los ist. Da waren tausende Menschen und der Gröning, der sprach. Ach Gott, der Gröning. Fängst du schon wieder damit an? Da waren so viele Kranke in Rollstühlen, auf Tragbahren. Und plötzlich sind da welche aufgestanden. Nun hör aber auf. Doch, die konnten wieder laufen. Fritz, komm zur Vernunft. Das ist doch alles nur gespielt. Ich hab's doch selbst gesehen. Die werden bezahlt. Die spielen doch nur die Geheilten. Lass dir doch nichts vormachen. Wie ich in München war, habe ich sofort angefangen zu telefonieren zum Traberhof. Das Glück war, dass Herr Kuhlmann am Telefon war. Ich sagte ihm, mich würde das interessieren, als Heilpraktikerin, als Schülerin vom Dr. Schmidt. Dann hat er gesagt, wir sind glücklich, wenn diese Menschen kommen und uns prüfen. Naja, es kamen also immer mehr Menschen, bis es da mal Tausende waren, nicht wahr? Bis schätzungsweise bis 5000, nicht wahr? Also man lässt sich schwer abschätzen, ne? Nicht? Und dann passierten dort denn eben auch, also vielleicht noch in größerem Ausmaß die Heilungen, ne? Man hat immer den Eindruck, je mehr Menschen, je mehr Heilungen, ne? Ein riesiger Presserummel beginnt. Die Meldungen überschlagen sich. Man berichtet in sensationeller Aufmachung, bezeichnet den Traberhof mittlerweile als das bayerische Lourdes. Dadurch kommt es innerhalb kürzester Zeit zu Massenansammlungen. Der Traberhof wird zum Sammelbecken unzähliger Heilungssuchender. Der Traberhof gilt plötzlich als Grönings erste Heilstätte. Von überall her hört man von aufsehenerregenden Heilungen. Er schaute mich nur an, so. Und habe ich ihm die Hand gezeigt, oder mehr oder weniger. Und dann, ich weiß, ich war da Tisch oder was, auf jeden Fall. Ich hatte die Hand so und auf einmal, die Finger haben Trommelfeuer gemacht. Eine ganze Weile. Jetzt kann ich es gar nicht so schnell machen wie das da. Und in dem Augenblick war die Lähmung verschwunden. Es ging binnen einer halben Stunde. Wirklich. Und wir waren beide happy. Weil er sich immer so gefreut hat, wenn er persönlich so schnell erleben durfte. Und das war wirklich ein großes Geschenk für mich. Alle Anwendungen, Kräuterbäder, Medikamente, Übungen, es hat nichts geholfen. Der Schock saß mir so tief in den Gliedern von dieser Bombennacht. Nein, da kann man wirklich von einer besonderen Heilung sprechen. Der Traberhof wird zum Weltereignis. Bis zu 30.000 Menschen versammeln sich an manchen Tagen auf dem Gelände des Gestüts. Auch aus dem Ausland reisen die Menschen an, um Gröning zu sehen.
Nach den Wirren der Kriegszeit sehen hier die Kranken und Leidenden wieder Hoffnung und bitten um Hilfe und Heilung. Wenn ich am Trauerhof raufkomme mit dem Motorradl, ja, und dann bin ich zuerst nach Schlossberg gefahren und habe meine Tante, da war meine Tante drum und die wollte auch da einmal hinkommen, also mitgenommen. Und dann haben wir ganz hinten gestanden, vielleicht von 10.000 Menschen waren das vielleicht, ich weiß auch nicht, wie viel, unheimlich viel halt. Und dann ist ich einmal rausgekommen, da war schon dunkel, da waren die Laternen haben schon, waren schon angezündet da. Und dann kommt er raus und dann schaut er so umeinander. Ja, sagt er, der Michl ist da, der Michl ist da. Ja, komm doch gleich rauf zu mir. Das war für mich direkt ein Wunder. Da war ich wieder gut beieinander, aber wie ich von der Gefangenschaft, wie man beieinander war, da habe ich ganz kurze Haare gehabt, so lange. Okay, und dann so, nicht ganz morgen, mit 96 Pfund, das war der Höhepunkt für mich, wie er mir aus der Menschenmasse rausgekommen hat. Und ich bin ganz hinten gestanden, ganz hinten, mit meiner Tante da. Aber auf einmal sagte er, ja, der Michl ist da, komm doch gleich rauf zu mir, hat er gesagt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, sowas. Von der Masse Menschen kennt der mich da raus. Okay. Wenn es vielleicht einen Monat danach gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, da, selbst da war es eine Suche, nicht? Aber das war ja 5 Jahre danach, nicht? Dann sind wir vorne an die Haustür da hingekommen und da war Polizei gestanden. Die wollten mich auch nicht rauflassen. Dann habe ich gesagt, ich bin der, wo der da raufgeht. Dann haben wir rauflassen. Und Tante wollten es auch nicht rauflassen. Dann habe ich gesagt, wollte ich nicht mitgedürft, dann gehe ich auch nicht auf. Und dann haben sie das auch mitgelassen. Ja, dann bin ich raufgekommen, bin ich reingegangen, dann hat er gesagt, weißt du es noch, wie er gesagt hat, dass ich Spinne und einen Vogel habe? Das war das Erste, was er mir gleich gesagt hat. Dann habe ich gesagt, ja, das weiß ich noch ganz gut. Okay. Dann sagst du, sechstes, jetzt so ist es. Ich habe gesagt, du wirst einmal ganz viel von mir in der Zeitung lesen, hat er gesagt, wie wir auseinandergegangen sind. Und so ist es auch gekommen dann, gell? Selbst die Wochenschau berichtet über die Geschehnisse am Traberhof. Ein neues Schlagwort des Tages, Bruno Gröning. Der Mann, der zuerst in Herford in Westfalen Aufsehen durch seine seltsamen Heilungen erregte, ist inzwischen nach Rosenheim in Oberbayern umgezogen. Seitdem lagern vor dem Traberhof, Grönings nunmehriger Wohnung und Wirkungsstätte, Tag und Nacht die Mengen der Heilungssuchenden und Neugierigen. Die eigentümlichen Kräfte Grönings, das Bekanntwerden seiner bisherigen Erfolge und die sich oft bis zur Ekstase steigernde Gläubigkeit seiner Anhänger haben den Fall Gröning zu einem viel diskutierten Phänomen werden lassen. Die Wissenschaft verhält sich abwartend, vor allem was die Dauerhaftigkeit von Grönings Heilwirkungen anbelangt. Szenen wie diese sind Nebenerscheinungen des Gröning-Kultes, oft hervorgerufen durch Einwirkung von dritter Seite. Doch alle warten, Stunden und oft tagelang. Menschen mit jeder Art von Gebrechen kauern in stummen, dumpfen Reihen und erst wenn Gröning auftaucht, kommt Bewegung in diese Heerschau des Elends. Grönings Erscheinen auf dem Balkon ist der Moment, auf den sie gewartet haben. Ein seltsam zwielichtiges Phänomen unserer Tage. Ich wurde bei der Infanterie als Funker am 4. Juli 1943 schwer verwundet. Ich meine, die einzelnen Verletzungen, die ich hatte, aufzuzählen wäre zu viel, aber ich war jedenfalls sehr schwer verwundet. Das Wichtigste war, ich war hirnverletzt, hatte einen Einschuss im Kopf. Der Splitter wurde dann 1946 rausoperiert, aber was wesentlich war, ich war links halbseitig gelähmt. Der ganze Körper war voller Schmerzen. Mit dem Laufen hatte ich dermaßen Schwierigkeiten. So Schrittchen, etwa 20 Zentimeter, so bin ich nur gedribbelt. Das war alles, was ich konnte. Ich kam zwischendurch in das Hirnverletztenheim in München zur Behandlung. Der Chefarzt Dr. Wollny, ein sehr guter Arzt, konnte mir aber damals nicht helfen. Versuchte jeden Tag etwas Neues auszuprobieren, mit Medikamenten, mit Massagen und dergleichen, Gymnastik. Alles wurde probiert. Schließlich hatte dann Morphium angewendet, aber auch das war nicht das Richtige. Und plötzlich lese ich dann, wie ich abends aus der Andacht zurückkomme, wie ein Kamerad von mir am Fenster sitzt und liest die Bildzeitung mit der großen Überschrift Bruno Gröning hat geholfen. Und das hat mich so fasziniert, irgendwie der Gedanke an Gröning. Deshalb sprach ich den Kameraden an
und hat ihn zum gebeten, ob er mich nicht morgen begleiten würde. In Rosenheim mit dem Zug angekommen, wir steigen aus. Ich wusste nicht, wo Gröning ist, wo der sogenannte Traberhof, von dem geschrieben war, sein sollte. Keine Ahnung von nichts. Ich wusste auch nicht, ob Gröning da ist. Und wenn wir vom Bahnhof rausgehen, sehen wir dann, wie die vielen Menschen mit Stöcke oder mit Krücken in eine bestimmte Richtung gelaufen sind. Dann habe ich zum Kameraden gesagt, habe gesagt, du, da müssen wir auch hingehen. Wir kamen zum Traberhof hin, da waren schon einige tausend Menschen vorhanden und haben auf Gröning gewartet. Keiner wusste, ob er da ist oder nicht. Wenn man auf dem Balkon stand, dann sah man nur Menschen. Es wimmelte von Menschen. Unvorstellbar. Diese Fülle. Ich sage, es war schwer, überhaupt an das Haus hinzukommen. Gröning kam zur Tür raus, auf den Balkon, stützte sich aufs Balkongelände, hat sich so mit beiden Armen so aufgestützt, so breitspurig, wie man sagt. Aber für mich ist das Bild nicht mehr wegzudenken. Und da hat Bruno Gröning die Menschenmasse begrüßt, sagte er so, bitte stellen sich alle so, dass keiner den anderen berührt. Hat natürlich eine gewisse Zeit gedauert, das war sehr schwierig, weil so viele Menschen da waren, alle eng zusammen. Ne? Man musste sich ausdehnen, dass keiner mit dem anderen zusammenkommt. Die Hände gestreckt halten, nach unten, und man war wirklich ganz still. Man hätte eine Stecknadel fallen gehört. So aus diesen vielen Menschen da hier. Das war schon unvorstellbar. Ich hatte den Eindruck, wie er auf dem Balkon stand, er war sich seiner Sendung bewusst. Das gab ihm die Stärke und die Ausstrahlung. Er hatte nicht viel, er hat schon einiges geredet. Aber das Wichtigste, was er für meine Ohren gesagt hat, war: An Gott müsst ihr glauben und mir sollt ihr vertrauen. Alles andere ist zu viel der Worte, verstehen Sie? Das ist das Fundament seines Wirkens geworden. Bei mir hat sich Folgendes abgespielt im Körper. Mir wurde dermaßen heiß innerlich. Ich habe das Blut dermaßen gespürt, den Puls so stark gespürt. Er hat geschlagen, als möchte ich sagen, ich habe den Puls, das Blut rauschen gehört in meinem Körper. Mir wurde unwahrscheinlich warm. Und das war schon ein eigenartiges Gefühl, wie es nie zuvor und auch bis jetzt nicht mehr erlebt habe. Auf jeden Fall ging es von dem Moment an besser. Der hat sich dann erst gezeigt, nach der Heilung, wenn wir weggegangen sind, um wieder zurückzufahren, da konnte ich wieder normale Schritte machen, weil ich zuvor nur gezippelt bin. Der Kollege musste mich nicht mehr führen, ich konnte normal gehen. Ich habe sogar zeitweise meinen Stock in die Hand genommen, bin freigelaufen ohne Stock. Mein Kamerad sagte, was machst du da? Sag ich, ja, du, ich fühle mich so gut, ich kann wieder gehen ohne Stock. Ne? Da sind wir gestaunt und im Hause, wenn wir zurückgekommen sind, in dem Sanatorium, im Hirnfestenheim, hat das im Flug, wie im Flugfeuer rumgesprochen, alle wussten sie Bescheid. Und alle waren überrascht, dass ich auf einmal wieder so gehen konnte. Von dem Moment an brauchte das mir keine Medikamente mehr geben, kein Morphium, nichts mehr. Ich habe nichts mehr gebraucht. Hat angehalten. Ich war seitdem nie mehr ernstlich erkrankt. Ich bin nicht dazu da, große Reden zu halten, sondern zu helfen und Heilung zu vermitteln. Denken Sie nicht an Ihre Leiden. Beobachten Sie Ihren Körper. Stellen Sie sich die Frage, was geht in meinem Körper vor? Verspüren Sie, dass durch Ihren Körper etwas durchgeht, was Sie noch nie verspürt haben. Ich gebe Ihnen zu wissen, dass Sie alle nur Kinder Gottes sind. Der alleinige Arzt, der Arzt aller Menschen, ist und bleibt unser Herrgott. Nur er kann helfen, hilft aber nur dem Menschen, der den Weg zu ihm gefunden hat. Oder aber, der bereit ist, den Weg anzutreten, den Glauben in sich aufzunehmen und mit ihm zu leben. Sie brauchen nicht an den kleinen Gröning zu glauben, aber Vertrauen müssen Sie mir entgegenbringen und dem Herrgott für seine große Tat, für seine große Macht, für seine Herrlichkeit danken. Nicht ich will den Dank. Und somit wünsche ich Ihnen allen, wie Sie hier stehen, die beste Gesundheit. Werfen Sie die Krankheit weg
und nehmen Sie die Gesundheit auf. Dies geschieht im Namen Gottes. Das beste und das größte Geschenk in diesem Erdenleben ist nicht Reichtum, nicht das Geld, sondern die Gesundheit. Ich rufe Sie zur Ordnung. Ich will, dass Sie ein gesundes, ein gutes Leben führen, wie Gott es bestimmt hat. Und dass Sie sich mit diesem Unhold, mit dem Bösen nicht mehr abgeben, auch nicht mit ihm abfinden. Nein, ihn von sich weisen. Wenn Sie das alles tun, erst dann beginnt Gott in dem Menschen zu wirken. Die Ordnung ist Gott. Die Ordnung ist Gesundheit. Ich kann wieder sehen! Ich kann wieder sehen! Ich kann wieder sehen! Ich kann sehen! Ich kann wieder sehen! Ich kann sehen! Ich kann mich noch an einen Fall erinnern, ein Blinder, der plötzlich schrie in der Menge, ich kann sehen, und habe mich raufgeholt. Und um das Wissen zu hören, es war ja Nacht, also ihren Urlaub, gesagt, wie viele Fenster sind in dem Haus erleuchtet da und so weiter und so fort, hat er dann gesagt. Und später habe ich diesen Mann dann, weil wir Zeugen mal für einen Prozess brauchten in München, irgendwo hatte ich seine Adresse her und habe den aufgesucht. Zumindest war, wie ich da reinkam, es war eine ganz primitive Hütte da, ein kleines Häuschen, da war er am Tapezieren fleißig, nicht wahr? Also, offensichtlich konnte er sehen. Ne? Was ich gesehen habe, das waren die Rollstuhlfahrer. Und da ist also eine ziemlich große Anzahl, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, tatsächlich der Aufforderung Grönings gefolgt und sind aus den Rollstuhl aufgestanden und haben den Rollstuhl selbst geschoben. Das habe ich gesehen. Eine Ungarin, eine Zigeunerin, die kam auf Knien gerutscht und ballte die Hände und schrie immer was, Gröning, danke. Und dann sprach ich sie an, sag ich, ja, was sie denn hat, dann zeigt sie mir. Sie hat die Lähmung in den beiden Händen gehabt. Und sie war aber noch sehr jung, Anfang 20, sehr schick, sehr elegant nach dem Krieg. Und jetzt auf einmal kann sie die Hände wieder auseinander machen. Im Pferdegestüt am Gatter habe ich mich da ein bisschen zum Ausruhen angelehnt. Sitzmöglichkeiten gab es ja nicht. Und da kam ein Mann und will über den Zaun springen, über das Pferdegatter. Und da sage ich, ja, Sie sind ja hier. Und da sprang er auch rüber. Das ist doch mindestens ein guter Meter, oder 1,20 Meter. Eine Hand hielt er an den Stangen fest und dann sprang er rüber. Sag ich, na, Sie sind hier ja fehl am Platz. Was machen Sie denn hier? Ja, sagte er, ich bin die ganze Woche hier. Das muss so Donnerstag, Freitag gewesen sein. Und am Sonntag war ich das erste Mal und auf einmal kann ich gehen. Ich sagte, das gibt's doch nicht. Doch, sagte er, ich bin gelähmt. Und dann hat er die Brieftasche aufgemacht, hat mir ein Foto gezeigt, dass er schwerst behindert war und war auch abgebildet, dass er auf zwei Krücken ging. Und sagte, jetzt sind es schon 4, 5 Tage und ich kann gehen. Ich brauche keine Krücke mehr. Sonst hätte ich, wenn er mir nicht noch seinen Ausweis gezeigt hätte, hätte ich das nicht geglaubt. Ach, der war freudestrahlend. Der ist, ich sage, der hat eine Kraft bekommen. Er war mindestens 50. Dass der über die Skatter springt, ja nicht alle Jungen mal rüber, konnte der rüberspringen. Also das war schon beeindruckend. In dieser Zeit entsteht sogar ein großer Dokumentarfilm über Bruno Gröning und die außergewöhnlichen Ereignisse am Traberhof. Für Regie und Produktion ist Rolf Engler verantwortlich. Der Film soll sachlich, informativ die Geschehnisse darstellen. Die Nachrichten von weiteren Heilungen halten unvermindert an. Herr Pavel hatte multiple Sklerose. Und er ist während des Krieges von einem Lazarett zum anderen beordert worden. Es konnte ihm niemand helfen. Es wurde so schlimm, dass er nicht mehr berufsfähig sein konnte nach dem Kriege. Sie waren aus dem Sudetenland geflüchtet nach Rosenheim. Seine Krankheit war so weit fortgeschritten,
dass er nur noch sitzen konnte. Er konnte gerade noch stehen. Und wenn er sich rasiert hatte, musste er den zweiten Arm halten, mit dem zweiten Arm halten, dass er das vollführen konnte, die Tätigkeiten. Ich war öfter mal bei ihr gewesen und sah, wie krank ihr Mann gewesen ist. Er konnte sich praktisch nur zwischen Bett und Tisch vorwärts bewegen. Man musste ihm die Hand halten, dass er den Löffel zum Mund führen konnte. Also ein ganz, ganz, man könnte sagen, todkranker Mensch, der nur so dahin vegetierte. Er stand mit seiner Frau am Traberhof unter Tausenden von Menschen. Alle warteten auf Bruno Gröning, auch sie. Und dann hieß es, Bruno Gröning muss jetzt wegfahren. Und die Frau Barwey verließ ihren Mann und eilte dorthin, wo das Auto mit Bruno Gröning startete. Und sie rief, Herr Gröning, ich bitte Sie, helfen Sie meinem Mann. Aus innerstem Herzen hat sie gebeten. Und er reichte ihr die Hand heraus vom Auto und hielt sie ganz fest. Und sie lief noch mit, wie das Auto angefahren ist. Und er sagte zum Schluss noch, es wird ihm geholfen sein. Es war ihr diese Begegnung mit Bruno Gröning so wertvoll, dass er ihre Hand gehalten hat. Und sie hat automatisch die Hand und den Arm hochgehalten, kämpfte sich wieder durch die Menge bis zu ihrem Mann hin und sagte, so, lieber Mann, diese Hand hat jetzt die Hand von Bruno Gröning gehalten und gab ihm die rechte Hand. Und in dem Augenblick ist ihm eine Kraft zugeführt worden, der den ganzen Körper erfasst hat. Und es war ihm so wohl, dass er auf einmal das Gefühl hatte, er ist jetzt frei von den Belastungen und Krankheiten, Behinderungen. Er konnte zum Zug laufen. Mein Mann hatte mir von der Fabrik oft irgendeinen Jungen geschickt, wir hatten ja kein Telefon, um mir etwas auszurichten. Und als der an die Tür klopfte, sagte ich nur, ja, ja, Max, komm nur herein. Und auf einmal stand Herr Barwey vor mir. Sag ich, sind Sie jetzt die Treppen so hinaufgelaufen? Sagt er, ja, das bin ich gewesen. Sag ich, aber das gibt es doch nicht. Ich bin geheilt. Und ich werde große Schwierigkeiten haben. Ich muss zu verschiedenen Ärzten gehen, muss alles melden. Man entzieht mir das Geld, was ich für meine Krankheit bekommen habe, denn ich bin ja gesund. Ich kann ja ohne weiteres wieder einen Beruf ergreifen. Also wir waren natürlich alle sprachlos. Herrn Barweys Erfolgsbericht wird auch schriftlich festgehalten, um die besonderen Vorgänge zu dokumentieren. Er bezeugt eidesstattlich seine Heilung. Später wird er sogar ein enger Mitarbeiter Grönings. Seine alten Beschwerden kehren nie wieder zurück. Viele andere Menschen berichten von ähnlichen Phänomenen. Es ist umgegangen mit 14 Jahren, habe ich erst mit Fehlentzündung gehabt. Und da bin ich mit 3 Tagen gelegen, dann so viel Schmerzen gehabt, bis zur Bewusstlosigkeit. Ja, und dann habe ich die, durch die Venenentzündung Blutverhaftung in der Lunge gehabt, die Lungenembolie. Und da bin ich noch 3 Tage bewusstlos gewesen. Da haben sie dann schon einen Arzt geholt, Spritzen gegeben oder so. Aber ich habe dann bei der Nacht nicht mehr schlafen können. Ich bin im Bett drin gesessen, weil ich liege in der Kinder, weil ich da keine Luft mehr gekriegt habe. Dann ist das so dahingegangen und da war ich auch bei Ärzten. Und die haben gerade, es müsste wahrscheinlich der Fuß abgenommen werden, also kann sich Bein abgenommen werden, gell? Weil sie sehen, die Blutstauungen waren, die innen empfehlen. Ja, und das wollte ich absolut nicht. Und na ja, lieber eben nicht mehr leben. Das hat nur möglich ausgeschaut, ne? Also da noch was hilft. Also.
Herr Wanderwitz ist einer der vielen Heilungssuchenden am Traberhof. Er steht mitten in der Menschenmenge und hofft, dass ihm durch Bruno Gröning vielleicht doch noch geholfen werden kann. So ungefähr eine Stunde, da ist mir so gut gegangen dann. Und ich habe mich wohlgefühlt und leicht. Und war der innere Druck und Schmerzen waren weg, alles. Und von da weg ist es mir ganz gut gegangen. Habe in der Nacht wieder schlafen können. Und habe mit Herzkrank und mit Luftkrank keine Schwierigkeiten mehr gehabt. Dann. Der Arzt, der was da geholt hat, das war der Dorfarzt. Und der ist dann weggezogen. Dann ist er später mal in den Urlaub wieder gekommen. Und hat meine Mutter gefragt, ob ich noch lebe. Und hat meine Mutter gesagt, ja, mir geht's gut. Der ist von Staunen nicht mehr rausgekommen. Und der war noch mit 50 Jahren alt. Ich war schon 50 Jahre, meine Mutter gefragt auch nicht. Sag ich, ja, warum habe ich einen Hof nicht gekriegt daheim? Ja, weil die Ärzte haben gesagt, ich wäre höchstens 30, 35 Jahre alt. Dann habe ich da einen Hof nicht gekriegt. Unzählige Heilungsberichte aus der damaligen Zeit belegen die Vielfalt der Heilungen. Elisabeth Schwert war 20 Jahre lang auf dem rechten Ohr taub. Sie wird geheilt, obwohl der behandelnde Arzt ihr erklärte, dass ein Wiedererlangen des Gehörs ausgeschlossen sei. Frau Lusch-Schelders erhält eine Heilung von bechterewscher Krankheit. Am Traberhof erhält Hugo Pacholke eine Heilung von jahrelangem Rheuma- und Ischiasbeschwerden. Die 57-jährige Zenta Saltner wird von Stottern geheilt, das sie seit ihrem 6. Lebensjahr hatte. Frau Krusi Nosmina erhält eine Heilung von neuralgischen Schmerzen, die sie 10 Jahre lang hatte. Hans Schönauer wird nach 11 Jahren von Multipler Sklerose geheilt, läuft jetzt mühelos ohne Stock. Lina Brandl erhält ebenfalls eine Heilung. Sie hatte 10 Jahre lang beidseitige Hüftgelenksentzündung, wurde als unheilbar eingestuft. Johann Schäfer wird nach 13 Jahren von einer sehr schmerzhaften 12-Fingerdarmwucherung und schwerer Magensenkung geheilt. Paula Behmer wird von einem schweren Herzleiden erlöst. Johanna Bayer litt 20 Jahre lang unter Asthma, hatte so große Atemnot, dass ihr Herz zu versagen drohte. Ihre Heilung wird sogar von ärztlicher Seite bestätigt. Franz Nährkorn hatte seit 30 Jahren spinale Kinderlähmung. Seine Heilung wird ebenfalls ärztlich bestätigt. Am 31. August 1949 hält Bruno Gröning im Spielsaal des Traberhofes eine Pressekonferenz ab, die er selbst einberuft. Er bittet die Journalisten, objektiv und wahrheitsgetreu zu berichten und weitere Sensationsnachrichten zu unterlassen. In einigen Zeitungen wird kurze Zeit später eine positive Einstellung des bayerischen Ministeriums zum Falle Gröning veröffentlicht. Ministerpräsident Erhard erklärt, dass man das Wirken einer außerordentlichen Erscheinung wie Bruno Gröning nicht an Paragraphen scheitern lassen sollte. Man betrachtet Grönings Heiltätigkeit als freie Liebestätigkeit. Die Heilungen am Traberhof gehen unterdessen weiter. Im Ort, da war eine Frau, die war blind. Die Frau Haberland hat die geheißen. Und einer war noch, der war in der Nachbarortschaft, der war auch blind, ist aber vom Ersten Weltkrieg kriegsblind gewesen. Aber die haben halt auch alles probiert, nicht? Jetzt, dann haben sie gesagt, ich soll doch mitnehmen raufgehen. Und wie ich dann zu ihm reingehe, dann sagt er zu mir, ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht mehr mitbringen. Ja, dann hab ich gesagt, die haben so bedelt, das hab ich halt auch nicht mehr nachsagen können. Und dann haben sie halt mitgefahren. Und dann sind die draußen im Flur, im Korridor da draußen, da war ein Ding, ein Mauer durchgebrochen, so, also ein Bogen, gell? Und da war Vorrang vor. Und da draußen war eine Bank und da haben die zwei Hände da drauf gesetzt. Und dann ist er rausgegangen, ich bin hinter ihm nachgegangen und hat durch den Vorhang durchgeschaut, hat den Vorhang so genommen und so hat er genommen, gell? Hat so durchgeschaut. Dann ist er wieder reingekommen. Dann sagt er zu mir, wenn er sich umdreht hat, eigentlich, sagt er zu mir, du, die Frau, die sieht schon wieder, hat er gesagt. Aber der Mann, der sieht nicht mehr, das sind die Sehnerven hin. Das ist vom Krieg irgendwie, hat er gesagt, oder was, das sind die Sehnerven kaputt. Aber die Frau, die sieht wieder, aber die müssen doch öfters kommen, hat er gesagt. Na, hat mir die Tapete reingeregt. Und dann ist er reingegangen wieder in die Bude und ich bin dann durch den Vorhang durch und zu dir. Dann sagt die Frau zu mir, ja, Michel,
Ja, jetzt sehe ich wieder. Und da läuft der weiße Spitz immer an, sagt er, so ein Spitz, ein Hund. Ja, die haben sie im Traumhof so einen weißen Spitz gehabt. Da läuft der Hund immer an. Ja, mein, ich sehe ich wieder, hat sie aber gesagt, gell. Und jetzt muss ich gleich aufs Klo gehen, hat sie gesagt, gell. Dann ist aufs Klo rausgegangen, die hat wieder gesehen, gell. Da bin ich runter in die Gaststube, da war sein Sohn und der Schwiegersohn drunten. Da habe ich einmal gesagt, dass die Mutter wieder sieht, gell. Die sind ganz glücklich gewesen, ganz selig. Und dann geschah etwas Sonderbares. Er war sehr müde geworden. Und da gab es in dem Raum einen Ohrenbackensessel. Da war er total ermattet, wirklich ermattet gesessen. Dann schleicht sich der Herr Kuhlmann leise an ihn heran und sagt, bitte, Herr Gröning, schauen Sie, da unten steht Sanitätsauto, zweistöckig. Dann hat er ein bisschen gewartet, ist langsam aufgestanden und dann bin ich zu ihm hingegangen. Wir sahen ja nur, ich war ungefähr so weit wie Sie jetzt von mir. Bin ich aufgestanden, habe ich gesagt, Herr König, darf ich Sie begleiten? Dann hat er gesagt, es wird mir eine Freude sein. Bleiben Sie bitte hinter mir. Also dann blieb ich die ganze Zeit hinter ihm und habe erlebt, wie er war nicht sehr groß, hineingeschlüpft ist in diese Doppelomnibusse mit Schwerkranken. Und da waren die Ärmsten der Armen. Und da war er so liebevoll zu ihnen, hat sich hingekniet und hat mit ihnen geredet und so. Ich werde das nie vergessen. Man spürte seine Liebe. Mit der Zeit wenden sich viele Ärzte aus dem Bundesgebiet an Gröning. Mit Hochachtung sprechen sie den Nicht-Akademiker an. Dr. Erwin Perleck, praktischer Arzt, bittet im Namen einiger schwerkranker Patienten Gröning um einen Besuch in seiner Praxis. Dr. Guido Roth, praktischer Arzt, bittet um Hilfe für seine an Kinderlähmung erkrankte Tochter. Dr. A. Kaufmann, Chirurg, Frauen- und Röntgenarzt, möchte Gröning mit einer ihm nahestehenden Patientin aufsuchen. Dr. Josef Keifel, praktischer Arzt und Arzt für Homöotherapie, bittet in förmlicher Art um eine Audienz mit zwei Patienten bei Gröning. Dr. A. Molinar, praktischer Arzt, schreibt: Sehr geehrter Herr Gröning, da ich als praktischer Arzt bei meinen Kranken einige habe, denen Sie bestimmt helfen könnten und die ohne Ihre Hilfe schwerlich wieder gesund werden und weiterhin ans Bett gefesselt wären, frage ich an, ob ich diese Kranken zu Ihnen bringen darf, beziehungsweise ob Sie zu uns kommen. Dr. Oskar Faeth bittet Gröning, seine Kneipp-Naturheilanstalt zu besuchen. Die Deutsche Heilpraktikerschaft Landesverband Schleswig-Holstein wendet sich an Gröning mit der Bitte um Fernheilung. Die Liga für Naturheilkunde schreibt: Sehr geehrter Herr Gröning, mit Aufmerksamkeit haben wir alle bisherigen Berichte über Ihr Wirken verfolgt und wünschen von Herzen, dass Ihnen bald auch seitens der Behörden entsprechendes Verständnis entgegengebracht wird. Speziell die Vertreter der Volksheilkunde können bezeugen, mit welch einer Voreingenommenheit die deutsche Bürokratie seit Jahren auf diesem Gebiet arbeitet. Auch Dr. Zetti wendet sich an Gröning. Der war sehr positiv eingestellt, der Dr. Zetti. Und Gröning war auch in seiner Praxis. Und Teddy war sehr viel am Traberhof und war sehr beeindruckt, war auch absolut überzeugt davon. Kann ich nicht anders sagen. Dr. Zetti, praktischer Arzt aus München, hatte bereits Kontakt mit Gröning aufgenommen. Er schreibt in einem Artikel: Das Phänomen Gröning hat mich als Arzt derartig interessiert, dass ich seit vielen Wochen, viele Tage, aber auch viele Nächte an der Seite Grönings verbracht habe. Er vermag Kranke mit schwersten Leiden, darunter sogar Blinde, ich habe es selbst miterlebt, durch persönlichen Kontakt und stärkste Konzentration in kurzer Zeit zu heilen oder doch zumindest ihnen Linderung zu verschaffen. Wir hatten zum Beispiel am Traberhof, war es, glaube ich, sehr oft Jesuiten vom Jesuitenkolleg, was damals noch in der Nähe von München existierte, heute nicht mehr, waren sehr viele Jesuiten da, die ihm auch religiöse Fragen stellten, die sich mit ihm über religiöse Probleme unterhielten.
Man muss es mal überlegen, nicht wahr? Ne? Das sind Leute auf dem Gebiet, die doch hundertprozentig da gebildet sind und ein ungeheures Wissen haben, aber die haben sich wahnsinnig für ihn interessiert. Und dann diese Geschichte mit dem Mönch aus Assisi, nicht? Ja, es war ein Franziskaner. Der tauchte auf, kam aus Rom, so viel ich noch weiß, und stand entweder, war er dort vom Priester geweiht, wurde er stand vor seiner Priesterweihe, das weiß ich nicht mehr. Und ich weiß nur, dass er eben eine sehr positive Ansprache hält. Ich kann im Einzelnen dazu nichts mehr sagen. Das weiß ich nicht mehr. Ich habe mich zwar auch mit ihm unterhalten und er war also völlig begeistert von Bruno. Das war für ihn also unglaublich, nicht wahr? Also was? Und hat sich also in einer ganz enthusiastisch, nicht wahr, ausgedrückt und hat ihn, Bruno, um seinen Segen gebeten. Er als Priester, ne? Die Rede des Franziskaners wird mitstenografiert. Er sagt: Ich bin tief ergriffen durch die Worte des Herrn Gröning und ich muss Ihnen gestehen, dass ich erinnert werde an das Wort der Heiligen Schrift: An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Der göttliche Heiland sagt das in Bezug auf jeden Menschen. Und die Frucht ist eine gute. Die Bosheit der Menschen ist sehr groß. Sie haben Christus nachgestellt und sie haben seinen Jüngern nachgestellt. Und sie stellen jedem Menschen nach. Sie haben auch fromme Priester verfolgt, die im Namen Gottes Kranke geheilt haben. Darum haben sie Mut und Vertrauen und folgen sie dem, was Herr Gröning ihnen sagt. Und wenn Ärzte und Gelehrte, die ihm feindlich gesinnt sind, antworten, er hat keine Studien hinter sich wie sie, so ist das lachhaft, denn Gott lässt sich nicht vorschreiben, was er tut. Wie dann die Heilungszeremonie von Bruno soweit beendet waren, haben dann katholische und evangelische Priester begonnen, das katholische Lied »Großer Gott, wir loben dich« anzustimmen. Und die ganzen Menschen da auf dem Saalhof, alles hat mitgesungen, war unwahrscheinlich ergreifend. Traberhof ist längst zu einer Pilgerstätte geworden. Durch die Nachricht unzähliger Heilungen, die man in Verbindung mit Bruno Gröning bringt, sind die Menschen ergriffen und schöpfen wieder Hoffnung. Wie ein Lauffeuer verbreiten sich die Berichte über ganz Deutschland. Selbst im Ausland ist Gröning kein Unbekannter mehr. Ob aus Neugierde, Sensationslust oder ernsthafter Heilungssuche, die Menschen strömen in immer größeren Scharen zum Traberhof. Das, was er selbst nie angestrebt hat, sondern durch die sensationelle Berichterstattung der Medien ausgelöst wurde, erreicht seinen Höhepunkt. Die Massenansammlungen wecken aber auch Gegenkräfte. Schon bald wird sich das Blatt für Bruno Gröning wenden.